So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr habt schon oben rechts gesehen, Moncler Shop ist quasi heute angesagt. Und vorweg, bevor es alle wieder vergessen, vergesst nicht, gerne Creator Code eintragen, YT-FamilyHack. Hat sich nichts geändert, was das betrifft. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Ich habe ja gesagt, die Shops mache ich jetzt immer ein bisschen schneller, nicht wie früher, halt jedes Item drauf eingehen. Sondern halt einfach ein bisschen zügiger. Das ist schon wieder ganz seltsam. Für mich ist das hier keine Spitzhacke. Das ist keine Spitzhacke. Das ist ein Kleider. Aber der Kleider sieht ja auch genauso aus. Ganz seltsam. Aber deshalb auch nur 800 V-Bucks. Dafür kriegt man das Rückenaccessoire. Ist okay für 800 V-Bucks. Ein Kleider, ein Pickaxe und ein Rückenaccessoire. Wenn man aber jetzt noch dazu rechnet, die zwei Skins, wenn man das dann kompakt haben will, ist man schon wieder bei 2,6, also im Prinzip doch ein bisschen teuer. Und dann Ruby ist wieder zurück mit ihrem neuen Stil, ja. Und dann der Bush Ranger, den es ja in 28 Varianten gibt. Celeste ist auch wieder zurück. Die Prisma Klinge, kann man reinhören. Ja, hört schon nicht schlecht an. Und dann der Relaxed Fit John C. ist wieder da. Haben sie ja ganz groß angekündigt, dass er heute wieder im Shop ist. Ganz seltsam. Ganz komischer Skin. Und dann Espe ist auch wieder da. Jetzt kommen die Copyright-Lieder. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich die Emotes hochlade und die ersten 10 Sekunden kommt gar nichts. Weil YouTube sagt dann nein, das darf man nicht. Deshalb spiele ich hier auch immer nur ganz kurz ab. Dann Schere, Stein, Papier. Immer noch ein cooles Emote. Und dann Pump up the gym. Länger darf man nicht. Dann die Schwitzer Pickaxe. Gefühlt jeder, der über 10.000 Arena-Punkte hat, hat inzwischen diese Pickaxe. Ganz schlimm. Dann Monarchen-Paket noch drin. Dann Batik Team. Was ist denn Batik? Batik? Einmal in die Kommentare bitte. Was ist zum Geier Batik? Ah ja. Aber, die Pickaxe kenne ich aber noch gar nicht. Also sieht es aber kacke aus. Guck mal, da wird die perfekt verkauft. Die kann man noch ändern. Ah. Dann sieht die Welt doch schon wieder ein bisschen anders aus. Kleine Effekte. Naja. So, dann die kostenlosen Items natürlich auch noch drin. Dann beste Freunde-Paket ebenfalls noch drin. Joe. Dann Ariana Grande mit dem Schwebehorn. Das ist halt echt für Mädchen gemacht. Dann die Raumfahrerin. Dann natürlich Naomi Osaka. Kennt jeder. Dann die üblichen Pakete ebenfalls noch drin. Da hat sich nichts getan. Wenn ich natürlich schon ein Paket habe, kann ich es natürlich auch nicht zeigen, weil es wird nicht angezeigt. Das ist natürlich auch ganz schlau, weil ich könnte sie ja rein theoretisch noch verschenken. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Denkt dran, rette die Welt. Heute sind, glaube ich, 2 V-Bucks-Missionen drin. Wir gehen aber jetzt nicht drauf ein. Ich werde gleich noch live gehen. Und dann werde ich ihn gerade noch schnell mitholen. Gerade noch schnell V-Bucks machen. Man kennt es. Und dann zurzeit würde ich behaupten, in Rette die Welt levelt man sogar schneller als im normalen Modus. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Und in dem Sinne, haut rein.